Ja, etwas nervöse Mienen auf der Lustenauer Tribüne, denn der EHC, der sucht noch nach Konstanz. Die Eislöwen in Grün brauchen Punkte. Zu Gast am Donnerstagabend die Eisbären aus Zell am See. Ja, zunächst einmal Ehre, wem Ehre gebührt. David Slivnik, der seine Karriere beendet hat, wird vom EHC noch mit einem eigens entworfenen Buch verabschiedet. Dann wird hier aber auch Eishockey gespielt und im ersten Drittel sieht man deutlich, dass sich die beiden Teams in der Rheinhalle etwas abtasten. Stark defensiv geprägtes Spiel mit einigen Chancen auf beiden Seiten, die aber alle nicht wirklich etwas einbringen. Man kann von Neutralisierung sprechen. Wenig kommt es zum 1 gegen 1, die meisten Abschlüsse aus der Distanz. Doch sowohl für Hanses im ERC-Tor als auch für sein Gegenüber sind diese Versuche nicht wirklich mit Gefahr gespielt. Doch man darf hier ruhig sagen, es hätte im Drittel auch schon Tore fallen können. Das Thema Chancenverwertung, es bleibt jedoch ein großes Thema beim EHC Lustenau. Und am Ende des ersten Drittels wird es dann auch nochmal ziemlich emotional in der Halle. Dominik Haberl und Frederik Weiden geraten da aneinander und die Meinungsverschiedenheiten der beiden, die wird hier nonverbal ausgetragen. Beide am Ende mit der 2-Minuten-Strafe für das zweite Drittel. Ja, nicht nur mit einem Augenzwinkern geht's ins zweite Drittel, auch die Fans, die sind da. Im zweiten Drittel ist der EHC hier klar besser, auch wenn die Zeller ebenfalls zu Chancen kommen, Hanses aber auf dem Posten. Und die Eislöwen mit einer Menge Möglichkeiten auf die Führung, wie hier der Abschluss am Ende zu zentral. Und dann wird es etwas hitziger in der Eishalle, denn nicht nur die Chancen erhöhen sich, denn auch die Emotionen, mächtig Gewühl und Handgreiflichkeiten vor den Reservebänken. Und bei dieser Auseinandersetzung trifft es am Ende Hemmilen, der 2 Minuten auf die Strafbank muss. Wenig später dann die Zeller mit diesem Puckverlust und Larsen wird bedient, zündet den kleinen Turbo und bringt den EHC mit dieser Einzelaktion 1:0 in Führung. Ja, Tore schießen, sie können es doch noch. Etwas bange Mienen auf der Tribüne, bringt der EHC das über die Zeit? Nein, denn im letzten Drittel brechen die Eislöwen etwas auseinander. Bulli, Zeller Angriff und am Ende ist Daniel Bann, der von Hanses auftaucht und für den Ausgleich sorgt. 1:1 in der Rheinhalle. Und nicht einmal eine Minute später wieder Bulli, wieder Daniel Bann und wieder ist der Puck drin. Und der EHC gibt dieses Spiel in nur 50 Sekunden aus der Hand. Denn kurz vor Schluss machen die Zeller dann alles klar. Der EHC verliert die Scheibe, das Tor ist leer. Und das ist der 1:3 Endstand. Die Eislöwen unterliegen in eigener Halle den Eisbären und suchen weiterhin die Konstanz. Das weiß auch Simon Gratzen. Ja, das hat man, glaube ich, nicht leicht gesehen, dass wir uns diese Saison noch relativ schwer tun mit Tore schießen. Es war heute auch wieder so und ja. Müssen wir einfach weiter daran arbeiten und die Hütten treffen.